Was geht ab? Mein Name ist Sieg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zu Cities Skylines Concerts. Nicht mehr Mass Transit, sondern Concerts. Ab dieser Episode heißt es nicht mehr Mass Transit, sondern Concerts. Thumbnail ist aktualisiert, aber selbe Staffel. Weil wir sind ja noch in derselben Welt. Und wie immer ist die Lautstärke für mich gerade zu hell und die Farben zu laut. So. Willkommen zurück. Das ist die 160. Episode, habe ich ja schon gesagt. Genau. Mal gucken. Ja, in der letzten Episode bin ich der Magie des President Editions von Traffic Manager begegnet. Episch reden geht nicht, das ist unmöglich. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt mit einem Spurverbinder hier, Spurverbinder. Mal die Kreuzung optimiert und siehe da, hier schicke Option hier anschalten, es ist nahezu staufrei. Hier läuft alles, hier sowieso, das wollte ich aber doch trotzdem mal gucken hier, ich weiß ja auch nicht so wirklich, wie man denn gut, vor allem was ist das für eine hässliche Scheiße hier, ekelhaft, kann ich das irgendwie schick machen. Alter. So ungefähr. Ja, so einigermaßen, ne? Ah. Oh, scheiße. Kannst nicht schöner machen. Jedenfalls hatten wir mit dem Stau zu kämpfen und den haben wir jetzt so gut wie ich konnte vernichtet. Weil die Autos weichen jetzt, wenn sie geradeaus fahren wollen, an den Auffahrten hier, in die mittlere Spur aus. Und die nach rechts fahren wollen, fahren alle nach rechts. Das habe ich halt in dem Sinne so verändert. Man sieht's. Diese Spur ab hier biegen alle nach rechts ab, dürfen alle nach rechts abbiegen. Und die anderen, denen wird's klar, dass hier nur noch rechtsabbieger Spur ist und weichen dann halt auf Mittelspur aus und somit habe ich den Stau so einigermaßen geklärt, weil die hier abbiegen und die Autos hinter denen fahren und geradeaus fahren wollen, bremsen ab, weil die hier rauf fahren, auch abbremsen und das war eine reine Katastrophe, ein Stauchaos. Und ja, gucken wir uns gleich die weiteren Kreuzungen an. Hiermit hat es angefangen, dass ich versucht habe, den Stau zu bekämpfen und gemerkt, es funktioniert. Alles ein bisschen verwirrend, wie es aussieht, aber es hat geklappt. Ist geil. Und ja, wir haben uns in der letzten Episode die Concerts, das DLC besorgt. Hier haben wir immer noch ein Chaos. Ja, ich lasse mich sehr leicht ablenken. Hier habe ich ja Sachen gemacht. die haben ein Problem, weil die nur geradeaus fahren. Ich sag mal, die können jetzt auch nach links abbiegen. Ich glaube, das mache ich sogar. Die biegen alle nach links ab und ihr bleibt dort. Ja. So, fertig. Mal gucken, wie sie hier verhält. Ist aber knapp da. Aber es klappt. Ja. Genau, wir haben uns Concerts geholt. Warte, wo ist das? Da. Habe ich sogar schon gebaut. Kann ich noch eins bauen? Warte mal. Das ist gut. Kann man bauen. Ich dachte schon, das ist so ein einzigartiges Gebäude, das gar nicht mehr geht. Das habe ich kurz vor Schluss der Episode gemacht, aber nicht wirklich mich weiter damit beschäftigt. Jetzt muss ich das Ding finden. Hier ist mein Konzertgelände. Je größer das Publikum, desto höher die Chance der Band auf ein erfolgreiches Konzert. Sorgen Sie für gute Verkehrsverbindungen und öffentliche Nahverkehrsoptionen, damit die Bürger das Festivalgelände gut erreichen können. Sehr geil. Beschäftigen wir uns mal damit mal ein bisschen. Also da stehen schon jetzt direkt ein paar Leute. Jemand mit dem Hund. Bei Kackwetter, das ist top, top Festival Wetter, ne? Wie immer so. Immer wenn Festival ist, ist top Wetter. Hurricane 2016.
Ja, mal gucken, was die so haben. Festival Farbe anpassen. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Farbe als riesiges Fenster. Werbe als Markenzeichen für Ihr lokales Festival. Klicken Sie auf eine Farbe, um eine neue auszuwählen. Alles klar, geil. Wie? Hier, ne? Oh, geil. Warte mal, ich nehme mal das. Vom Hurricane 2017. Das ist so ein Blau, ne? So ein Türkis. Das waren ja halt ganz viele Blautöne. Machen wir so ein Lila. Oder? Der Farbton ist schön. So. Und das DLC bietet momentan nur 3 Gruppen an. Und die Musik hören wir auch gerade im Hintergrund. Ich persönlich mag es nicht. Gehen wir das Ding einmal ein bisschen durch. So. Wir haben das Festivalgelände, kann ich an ausschalten. Zuschauer haben wir 150 von 300. Was für ein Datum haben wir? 8.06.2063. Ist es wieder Ami-Zeit? Warte mal, jetzt wenn der nächste Tag beginnt. 9.06. Nee, ganz normal europäisch. Nicht imperialisch wie die Amis da. Da auch immer. Also 25.06. Das ist bald. 63, das ist bald, muss ich mir mal irgendwie merken. Und was ist das denn hier eigentlich? Beliebtheit. Was ist das? I don't understand. Vor allem was, Verbesserung? Premium Studio. Kostet halt viel Kohle. Okay, Sicherheitsbudget, scheißegal, 2000. Fürs erste Festival ist wichtig. Alter, die Mucke ist echt scheiße. Tut mir leid, wenn es die. Es ist nicht mein Ding. Dieses komische Happy Dubstep Techno-Kram, das ist nicht mein Ding, habe ich schon in der letzten Episode gesagt. Kartenpreis. Ach so, Kartenpreis. Kartenpreis. Ich kenne die ja alle nicht. Zukünftige Konzerte. Ein Konzert von Lily LaRue. Okay. Fürs erste machen wir 15 Euro. Geht nicht billiger. Okay. Und Sicherheit sehr hoch. Das wird, ich werde da subventionieren, aber egal. Was ist, wenn ich jetzt. Das wollte ich sowieso seit langer Zeit wieder machen. Nämlich. Wer haben wir das? Gameplay, ne? Boah, bin ich doof, ey. Tag-Nacht-Zyklus, genau. Weil ich finde es cool zu sehen, wie die ganzen Fußgängerstraßen, die haben ja Laternen, wie das dann halt bei Nacht aussieht. Hier so zum Beispiel Schnee. Oh, meine olle Stadt hier, die muss ich auch noch fertig kriegen. Hier sind überall Laternen, wie das wohl in der Nacht aussieht, so mit extra Beleuchtung, genauso wie hier. Die ganzen Zwischenstraßen, wo habe ich die? Wo habe ich die? Da, hier. Sieht bestimmt noch schicker aus, noch heller, noch mehr beleuchtet. Und ja, die Zeit läuft. Und wir haben bald, es ist bald Stichtag. Die Besucher haben wir 170 von 300. Kann ich irgendwie Werbung machen? Was ist das? Eine Werbekampagne. Genau, bewerben Sie das Festival, damit mehr Besucher zu den Konzerten gehen. Eine aktive Werbekampagne erhöht die Beliebtheit aller Bands. Genau, 25. Erhöht die Beliebtheit aller Bands um 1 pro Monat. Bin ich mal gespannt. Es geht gleich los. Jeremy Smith. Gut, geiler Name. Jetzt bin ich gespannt. Heute, jetzt der Tag darauf, gleich ist Stichtag. Und ich bin gespannt, was abgeht. Mach mal kurz lauter bei mir. Geht was? Vielleicht sollte es Abend sein, oder? Warte mal. Ah ja, jetzt läuft Mucke. Geil. Haben wir schon gedacht, dass man auch so ein bisschen Musik hört, so ein bisschen gedämpft. Der Opa, der steht ja schon wochenlang. Der steht hier und wartet nur noch. Boah, kann ich hier in den Schritt kommen? Ja. Screenshot time. Naja, das ist cool. Soll man ein bisschen an ihr Mikrofon arbeiten? Wie weit hört man das? Am Vorbeifliegen so, sag mal.
Kommt mal ein bisschen, aber kann untergehen. Gut, ich sollte auch den Leuten hier ein bisschen Anreisemöglichkeiten bieten. Eigentlich Parkplätze, ne? Parkplatz, bauen. Parkplatz. Nee, warte, hier, mein Güte. Die ich mit allergrößter Mühe zusammengebaut habe. Schick wäre es, ein paar Geschäfte hier zu bauen. So. Da auch. Die spielt dieselbe Musik, Alter, wie peinlich. Bullen schon da, geil. Obwohl ich die Security schon eingestellt habe. Und ich könnte Fußwege rüberschicken. Wie war das? Rechts nach links war Lampen unten, links nach rechts Lampen oben. Ja. Hier genauso. Und hier mal so einen geschwungenen Weg. Obwohl... Es gibt nicht mal Ticketautomaten. Egal, ich mach mal trotzdem. Sonst die Leute können sich ja günstig, kostenlos hier einschmuggeln. Das geht ja gar nicht. Wie läuft's eigentlich mit dem Konzert? Ausgaben 9000. Alter, das ist teuer, ja. Aber ich habe Kohle. Er spielt jetzt Laia Mood. Ne, es spielt jetzt live Lily LaRue. Lily LaRue. Ja, ja. Könnte man beim nächsten Mal ein bisschen teurer machen, ne? Ich muss dann die anderen Bands mal hören. Hören. So. Direkt vom Bahnhof. Oh, ja, perfekt. Genauso. Eben ging das noch. Ja. Überall schick verbunden. Park. Hier die Grundschule. Scheißdinger. So. Hier auch alles wegtöten. Perfekt. Ich könnte dann hier ein bisschen die Landschaft. Ah, das doch nicht. Terraformen. Es wird langsam dunkel, das ist schön. Scheiße, ich muss Erde wegpacken. Pause. Ich habe zu viel Erde. Kann ich die Erde wieder, die überschüssige Erde hinpacken? Irgendwelche Hügel für meine Windkrafträder bauen? Ja, so erweitern? Ja, so fertig. Zurück zum Festivalgelände. Wo bin ich? Ja. Wo hab ich mein Gelände? Da. Vor allem, ich hab pausiert und die Musik läuft weiter. Skandal. Sogar das Plätschern vom Wasser irgendwo. Bullen wieder komplett unterwegs. Ah, das wollte ich nicht. Beliebtheit, von Weitem größer, von allen drei Bands höher. Das verstehe ich nicht. 218 Besucher, das ist cool. Schick, 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 schick. Läuft ein bisschen länger. So, jetzt haben wir unsere beleuchteten Straßen. Sieht so schon ganz schick aus. Dann gucken wir mal in den Matroschka-Viertel. Da habe ich ja relativ viel gemacht. Ah ne, da hatte ich Sandwege, Kieswege, genau. Und es regnet. Typisch Festivalwetter, ja. Das ist jetzt
Die Reeperbahn, genau, sieht so aus wie eine Wohnsiedlung. Und hier. Genau, alles schön beleuchtet. Perfekt. Hier auch auf der Brücke. Oh, Alter, was eine Aussicht. Warte mal, Maus verstecken und Screenshot machen. Scheiße. Da, da ist perfekt. Fett. Wurde mal wieder Zeit für ein bisschen Nacht, meine ich. Wie sieht's dort aus? Hammer. Ich finde das schön. Super schick. Mit so viel Licht und dem Grün. Wollte ich noch irgendwelche... Ah, ich hatte... wo ist denn das? Alter, bin ich doof. Wo war denn das? Hier, genau. Da hatte ich Wege. Auch ganz schick. So zwischen den Hochhäusern. Meine verkrüppelten Kackwege. Voll verzerrt. Warten wir noch Sachen? Mein Panda-Käfig sieht auch schick aus. Mit der Standardbeleuchtung. Aber die Aussicht, Alter. Riesenstadt. Vor allem hier, ey. Hotelzone. Hammergeil. Screenshot. Geil. Hatte ich sonst noch irgendwo Wege gemacht? Ich habe überall hier und da gemacht, aber jetzt habe ich keine Ahnung. Hier zum Beispiel. Meine ersten Anfänge mit den Wegen. Wo ist denn die Bahn gewesen, die ich... Ach, das ist hier die Bahn, genau. Geil. Schön mitten im Park mit ein paar beleuchteten Wegen. Es sieht cool aus. Hammer. Ein kleiner Spaziergang durch den Park. Mit dem Kackweg. Screenshot. Ah. Sehr, sehr schick. Diese Richtung auch. Bring it in. Die ganze Zeit Werbung ist in der Radiosendung. Du bist überall von Werbung verseucht. Umgeben, meine ich. Beautiful. Very beautiful. Was macht mein Konzert? Erstmal finden. Ja, ich und meine. Meine Kenntnisse in meiner Stadt, ja. Konzert ist vorbei. Wann ist das nächste? Oha, weniger beliebt. Ist nicht schön, war auch Kackmucke, ehrlich gesagt. Ja, also, haben wir kennengelernt. weg. Was ist die nächste Band? 20.02.64. Jo, bis dahin haben wir ein bisschen Zeit. Und... Sicherheitsbudget mache ich mal auf 1000. Und die anderen... Da kommt jetzt Leia, genau. Mach ich mal auf 20, den lasse ich mal auf 30. So. 9000 die Woche, ey. Hammermäßig. Das schalte ich mal aus. Wird ja richtig pleite davon. 9000 die Woche. Ah ja. Alles klar. Ja, das ist Konzert. 6 Euro oder 7 Euro. Keine Ahnung, habe ich nicht mehr drauf geguckt, wie viel es kostet. Einfach Dreck gekauft. Kann man machen. Muss man nicht. Ist rein optional und ja. Ist okay, ist okay. Bringt. Hat das irgendwas eingebracht irgendwie? Sehe ich das irgendwo? Wäre ja mal schick, wenn ja, ne? Was macht eigentlich mein Dings hier? Alter, wir gewinnen ja nur noch. Ich mach mal die Ticketpreise auf 30. Ach, guck mal hier. Fußballjungen. Geben Sie Geld für die Ausbildung junger Spieler aus. Erhöht sich die Siegchancen des Teams, gilt für alle Stadien. Okay. Achso, ja. Kostet 9000 pro Woche, multipliziert mit der städtischen Stadionanzahl. Okay, daher habe ich, wow, guck mal, 27.000 jetzt.
Wenn ich das jetzt ausmache, habe ich dann, Alter, 37.000. Okay, habe ich nicht gewusst, dass das so viel kostet. Aber fett, ja, ja, geil. Jetzt habe ich 2.000. Alles klar. Locker. Ja, ja, ja. Schick, schick. Konzert, naja. Und ich würde sagen, können wir mal zurück zu dem, was ich die ganze Zeit schon hätte weitermachen sollen müssen hätte. Nämlich der Bau dieser ollen Stadt hier. Und die Nacht an sich stört mich jetzt gerade ein bisschen, weil es so dunkel ist. Aber egal, ich überlege gerade jetzt, ob wir noch so ein bisschen Straße dazu bauen oder nicht. Muss ja schon irgendwie... Ich habe ja auch genug Freizeitkram hingebaut, ne? Ja, da ein Riesenpark, da, 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 ne, was ist denn das? Schule? Kleiner Spielplatz, siehst du das auch? Das, auch alle Strom. Apropos Strom, die kriegen jetzt mal Strom. Okay, Friedhof ist clean, das mache ich schon mal hier ausschalten. Ne, für die Leichen und so weiter. Apropos, ach, schon wieder Mülleimer. ich habe ganz schön viele Friedhöfe. Vor allem so sehe ich sie gar nicht. Einfach nur angucken. Hier, der ist clean. Der ist clean. Den können wir aufmachen. Wie sieht's da aus? Oha, wird auch langsam voll hier. So. Alter, ich lasse mich richtig leicht ablenken. Habt ihr das gemerkt? Habt ihr das gesehen? Was ist denn damit los? Ach so. Hä? Ach so, ja, okay, alles gut. Das Symbol hat mich verwirrt. Ist alles schick. Da auch. Okay, die Müll halten, ebenso. Da, beide leer. Damit die Leute nicht im Müll ersaufen. 22% voll, 20% voll. Okay. Hier sieht alles noch soweit ganz gut aus. Und hier ist der Free perfekt. Und ich habe viele Arbeitslose. Scheiße. Die, beziehungsweise die brauchen Kräfte, weil hier alle wieder ausziehen und am Sterben sind. Wahrscheinlich die Renner, die dort gearbeitet haben, sind jetzt alle dead. Shit. Ich überlege jetzt, ja, kann ich hier noch irgendwie was zonenmäßig noch was erledigen? Auf Play, damit es mal wieder morgen wird. So. Habe ich noch was? Ach scheiße, jetzt habe ich den Weg da entfernt. Ups. Alles klar. Ach ja, ich wollte die Landschaft verändern, merke ich gerade, ja. Beim Konzertlager da. Ich habe die Straße wieder falsch gebaut. Von links nach rechts. Ja, Sieg. So. Gehen wir zurück zur Landschaft. Wow, das sieht cool aus. Da. Ich wollte hier die Landschaft ein bisschen hübschen. Auch hübschen. Mal höher, mal kleiner, niedriger. So. Ein bisschen hügelig machen. Vor allem das hier. Also ein bisschen ablockern. Skeletten, genau. Noch ganz schön viel am Gelände hier verändert worden, als ich das Ding gebaut habe. Was war das denn hier? Achso. Ganz viele bunte Menschen. Auch schick. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Und dann bauen wir mal ein paar Pflanzen hin. So. Das waren jetzt die kleinen Bäume. Ich glaube, ich platziere hier einfach mal diese Bäume.
mit etwas größeren Abständen, denke ich mal. What? So, da, da. Schön schick machen. Und ich habe mich wieder mal voll ablenken lassen, weißt du, hier, ne? Die Wirtschaft ist am Sterben und ich baue hier ich pflanze hier Bäume. Voll doof. Wo bist du, mein Sohn? Nicht da. Ich wollte Strom rüberbringen, das war's, genau. Ja, ich glaube. Das mache ich am besten hier mit. So, ein bisschen so mit der Landschaft. So lange Dinge, ne? Nee, ich mach's mit der Straße. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dahin. Habe ich da so ein... Auch. Ah, okay. Weiß ich Bescheid. Dann mache ich außen rum. Alles komplett außenrum. Bis sich der Strom verteilt hat. Warte mal, das ist sowieso die Hauptstraße. Da kann es noch so hier dranbleiben. So. Ne, ich mach hier weiter. Vor allem, an der Straße. Ich glaube, an der Straße nicht. Ich mache das hier genau dran. Ich glaube, das kommt nicht mal nur gerade. Moment. So, direkt über den Kreisverkehr. Beste, was man machen kann. Hier weiter am Friedhof. Die Leichen brauchen natürlich auch Strom. Die Straße. Ich könnte hier noch ein bisschen erweitern. Ne, irgendwann später. Ich mache das jetzt hier an der Straße dran. So. Hier auch. Bam. Bam. Water. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Noch gar nichts gemacht. Warmwasser? Nee. War gerade am Hängen bleiben. Sowieso hängen geblieben in der Welt hier. So. Jetzt voll die lange Verbindung. Ich mach's einfach mal so SimCity-mäßig hier an der Straße entlang. Ist auch am logischsten. Nicht. So, und dann auch mal hier. Ist ans Netz angeschlossen und da. Bam. 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 Und hier das letzte Ding für die Leichen, damit sie auch Wasser haben, ne? Ist klar, wenn sie durstig werden. So. Jetzt haben sie Strom und Wasser. Sie haben ganz teuer gemacht. Habe ich schon die Richtlinien angepasst. Kleine Unternehmen. Passt schon, ne? Passt schon, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und... ich würde sagen, beginnen wir mit der
Zivilisation in der nächsten Episode. Ist ja schon Zeit, ey. Oh mein Gott, wie die Zeit vergeht, ey. Ich werd bekloppt. In dem Sinne, vielen Dank für euer Zuschauen. Ich würde mich wie immer um eure Kommentare, Likes, Kritik, Abo und vor allem das Bimmeln der Glocke freuen. Das unterstützt mich sehr und wenn ihr natürlich, macht das natürlich nur, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Ne? Mehr Content ist halt geplant. Etwas ist schon in der Mache. Ich will nicht zu viel spoilern. Aber auch mehr ist in meinem Kopf drin, mehr ist in der Planung. Ich muss langsam in Flow reinkommen. Und ich bedanke mich bei euch für eure Treue. Für die, die eben zugeschaltet haben und mich eventuell abonnieren. Danke dafür. Und ich hoffe, mein Content wird demnächst qualitativ hochwertiger, noch besser, noch mehr auf euch abgestimmt oder halt neue Ideen. Ich habe da halt ein, zwei Sachen vor. Wieso wie auch das Streamen, das muss ich sowieso noch ankündigen. Das ist doch alles so, das irgendwann kommt das alles. Mal gucken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, man sieht sich dann in der nächsten Episode. Adios, amigos.